Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu How to Survive. So, wir werden jetzt mal hier schnell noch füllen, alles was wir haben. Die Nacht bricht herein, wir brauchen was zum Schlafen und so weiter und so fort. Deswegen sollten wir jetzt schauen, dass wir hier wirklich vorwärts kommen. Bis an der Heilpflanze. Und hier sieht es mir aus, als könnten wir hier schlafen. Wir sollten jetzt erstmal hier alle Zombies hier in der Nähe sind, erstmal wachrütteln. So, du bist auch wieder weg. So, was haben wir denn hier rechts noch? Wir zünden das mal hier an. Haben wir hier noch welche, die wir anziehen können? Nee. Dann öffnen wir jetzt schon mal die Tür, denn wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass dann ein Alarm losgeht und immer sau viele scheiß Zombies kommen. Beißer, meine ich. Komm, mach die Tür auf hier. Warum geht die Tür nicht auf? Ich will den Scheiß nicht nehmen. Ich will die Tür öffnen. Was haben wir denn hier noch drin? Hier haben wir auch noch was drin. Sehr schön. Da war doch gerade was mit öffnen, Mann. Ah, jetzt öffnen. So, sehr schön. Wir machen erstmal zu. Okay, so geht's also nicht. Dann kommen hier drinnen immer mehr Zombies. Ich kann ja echt viel Zeug nehmen. Ich glaube, wir haben uns selber ein Ei gelegt jetzt. Na, was macht er denn jetzt, Mann? Das kann nicht sein. Was ist jetzt hier los, Mann? Oh nein. Also das war ein Fehler. Das dürfen wir nicht machen. Wir dürfen auf jeden Fall nicht zumachen da. Letzter Checkpoint. Müssen wir den ganzen Scheiß schon wieder machen. Gut, okay. Dann werden wir das trotzdem mal tun. Diese Schilddinger sind echt scheiße, die Typen. Muss ich ganz klar sagen. Also, hier jetzt erstmal trinken. Und wir füllen erstmal alles auf, was wir noch haben. Wer weiß, wann wir wieder eine Wasserstelle finden. So. Komm, ich will den töten, Mann. Ich sehe auch hier nichts. Das ist Kacke mit der Kamera. So, wir haben schon wieder einen getötet. Sehr schön. Also, wir werden jetzt hier Alarm auslösen. Hier unten stand da auch einer, ne? Ne, der steht da nicht, ne? Dann werden wir jetzt die rauslassen hier, die Jungs. In der Hoffnung, dass wir das hier gebacken kriegen. Sterbt.
Das sollte uns die Nachtviecher eigentlich mal vom Hals halten. So, aber jetzt geht's doch ein bisschen besser, glaube ich. Wenn nicht viel besser, aber es geht besser. So, jetzt wird's Zeit für die Machete. Komm, schmeiß den um, Mann. Oh nein. Alter, wie soll man das schaffen, ey? Das sind ja zwei Stück da. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. So, den mal weg, Mann. Sehr schön. Also, ich habe keinen Plan, wie wir den schaffen sollen. Ach nee, das ist einfach nur frustrierend, wenn man das nicht schafft. Wir haben halt auch noch nicht die Waffen dazu, ne? Hätten wir die Waffen, wäre das alles kein Problem. So, wir haben einen Levelaufstieg. Dann sollten wir vielleicht jetzt erstmal schauen, dass wir den Punkt vergeben. Und zwar würde ich den gerne vergeben. Headshot, ne? Headshot. Das ist schon unser Headshot. Lässt schneller zielen, um den Gegner einen Kopfschuss zu verpassen. Dann machen wir das doch mal. Skillen wir das. Hier die Heilpflanze noch nehmen, auf jeden Fall. Zünden wir das mal an, ja. So, nehmen wir hier das Druckding raus. Das sind die scheiß Piranhas, ne? Ja, genau, das sind die Piranhas. Da müssen wir aufpassen. Ja. So, also, wir laden nach. Feuer ist an. In der Hoffnung, dass wir jetzt eine Chance haben. Wir müssen noch schneller schießen können. Haben wir hier irgendwo Zeug, was wir nehmen können? Ja. Oh mein Gott, ey. Das kann doch nicht sein, ey. Wir schaffen die Passage hier einfach nicht. Wir schaffen sie nicht. Weil unsere Waffen einfach noch zu schwach sind. Wir müssen uns bessere Waffen besorgen. So, also letzter Versuch. Ansonsten muss ich eine Pause machen. Dann sind wir für diese Insel einfach noch zu schwach. Das ist ja nicht so das Problem. Wir brauchen dann einfach bessere Waffen, ne? Da, schon wieder. Mein Gott, ey. Haben wir den nächsten Levelaufstieg oder was? Wie schnell steigen wir denn hier? Oh, jetzt haben wir es hier schon wieder. So, dann haben wir den jetzt vergeben. Den haben wir doch gerade schon mal vergeben, oder? Ich vergesse das immer. Also, entweder schaffen wir das jetzt. Guck mal hier, wie viel Mal wir jetzt hier schon gestorben sind. Oder wir schaffen es halt nicht. Aber so wirklich Schaden macht die Scheißwaffe einfach nicht, ne? Können wir die vielleicht umbauen? Moment, lass uns mal eben schauen, ob wir die umbauen können, unsere Waffe. Können wir die noch? Nee. Trennen. Können wir unsere Waffe denn umbauen? Das wäre mal eine Maßnahme. Wenn wir die hier zusammenfügen.
Nee. Trennen vielleicht? Trennen? So, also nochmal. Wir bauen neu. Zusammenfügen. Das. Dann nehmen wir das. Nein, Mann. Das zusammenfügen. Was könnten wir denn noch da drauf machen? Das Rohr hier zum Beispiel. Ob die denn stärker ist, zusammenfügen? Das hier. So. Ne, es ist und bleibt die gleiche Waffe. Nur mit 150 Schuss mehr haben wir nicht. Ich sehe schon kommen, dass wir das alles mit der Machete machen müssen. Wir sollten uns erstmal den komischen Typ da vom Hals halten, da, den einen da. Wenn der kommt, da, den einen, den müssen wir uns, den dicken da, den müssen wir uns vom Hals halten, da. Den da. Naja, gehen schon wieder drauf. Leute, ich brauche eine Pause. Das geht so nicht. Ich weiß nicht, was hier los ist. Also, irgendwie schafft mich das Level hier. Deswegen würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt. Und wir brauchen erst bessere Waffen. Das hat hier noch keinen Zweck. Also wir kommen hier noch nicht wirklich weiter. Ihr seht es selber. Deswegen, wir werden an einer anderen Stelle weitermachen. Beziehungsweise an der einen Insel weitermachen. Aber hier ist definitiv Feierabend für uns, denn wir kommen hier nicht weiter. Ist zwar alles schön und gut, aber wir haben jetzt dementsprechend noch nicht die Mittel, dass wir hier weiterkommen. Deswegen werden wir jetzt schön die Insel hier verlassen und werden erst hinten weitermachen. Uns hinten die Wege freisprengen und so weiter und so fort. Also, wir machen hier an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Teil wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.